Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep in der HD-Version. Diesmal reisen wir in das Verwunschene Reich, das Land, was Terra als erstes bereist hat. Reisen wir jetzt mit Ventus als drittes hin. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Weil Ventus hier eigentlich direkt auf dem Weg hinter Terra her war. Aber natürlich weiß Ventus nicht, in welche Welt Terra als erstes gereist ist. Wir scheinen auf jeden Fall später gestartet zu sein, denn er war schon in der Schneewittchenwelt, was ja unsere erste Welt war. Und das war ja seine zweite. Das heißt, wir sind, wie gesagt, sind zu spät. Okay, wir starten direkt im Schloss anscheinend. Stop! You get away from her! What? Oh, I'm sorry. It's just... I've never seen anyone so beautiful. Who are you? I'm Ventus. But you can call me Ven. Oh, you don't seem bad, dear. I'm certain you have a pure heart, just like our precious Aurora. Can you tell me why she's sleeping? Long ago, Maleficent cursed her. Now she's stolen her heart. Well, then. Why don't I go get it back for her? That's impossible, dear. Maleficent's home is at the Forbidden Mountain. It's not safe. I'm not afraid. We can't just leave Aurora like this. I can help. You gotta believe me. Come on. Let's go get her heart. You know, you're absolutely right. The Forbidden Mountain is through the forest. Come along. Follow us. After all, we wouldn't want you to get lost. Damit willkommen im Enchanted Dominion, Verwunschenen Reich. Ich denke mal, es wird Ventus nicht gelingen, das Herz zurückzuholen, denn sonst würde die Story aus Kingdom Hearts 1 keinen Sinn machen, wo... ja... Na, ich möchte jetzt gar nicht spoilern, der Kingdom Hearts 1 nicht kennt, aber eigentlich muss ich das, weil ich habe ja in meinen anderen Kingdom Hearts Teilen schon gesagt, dass ich immer die Kingdom Hearts Teile, die bereits explayed haben, dass ich darauf die Story eingehen werde, weil sonst dann war hier ein Problem, dass sonst konnte ich in keinem Teil mehr auf irgendwas eingehen. Auf jeden Fall könnte es dort möglich sein, dass jemand alle Herzen der, alle reinen Herzen der Prinzessin und Co. zusammengesammelt hat. Das würde ja bedeuten, dass dieses hier, ja, nicht zurückgebracht werden könnte. Das ist, wie gesagt, sich nochmal, aber es wäre ein bisschen merkwürdig. Sich wiederholen und dann direkt wiederbekommen. Naja, man sieht es dann, ja. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir diese ganzen kleinen Drecksviecher platt, die eh keine Erfahrungspunkte bringen. Du aber schon eher. Also. Das und dann das. Und dann das. Perfekt. Mal alles daneben kloppen, ist auch eine gute Sache. Okay, den hätten wir. Dann schauen wir mal unten in den Hauptbereich, wo es ja zuletzt, naja, bei Terra nicht so gut lief. So weit kann ich das, glaube ich, sagen. Oh, da oben kommen wir wieder überhaupt nicht ran, aber nicht mal ansatzweise. Zumindest scheint dieser Vollidioten-Endboss versierter Typ hier rumzustehen. Lässt das mit gar nichts treffen, das ist immer sehr praktisch. Aber dafür können wir mit Ars Vinicitatis wieder ordentlich Damage machen. Hey, Stufe 7 läuft doch. Alles gut bis hierhin. Hier ist natürlich eine Truhe, habe ich mir schon fast gedacht, dass man hier hinter eine hin tun wird. Lässt ihr euch auch mal kurz treffen?
Ach so, ihr seid solche Viecher, die... Ah, ihr seid wieder solche Viecher, die... Schön was an Items hinterlassen, wenn man euch ordentlich eine reinprügelt. Riesenwandel in diesem Fall. Und Waldtörtchen. Na dann. Das habe ich dankend angenommen. Aber dann machen wir uns auf den Weg zum Wald. In den Bereich, in den Terra nicht durfte oder nicht sollte, weil das für unsere Story irrelevant war. Da geht jetzt also mit Ventus hin. Ich wollte eben was Roxas sagen, aber nein. Die sehen sich nur ähnlich, die sind nicht dieselbe Person. Vielleicht sehen sie sich ja aus einem bestimmten Grund ähnlich, aber das würde die Story aus diesem Spiel spoilern und das sehen wir dann ja vielleicht, warum die sich ähnlich sehen könnten. Es ist auf jeden Fall nicht nur reiner Zufall, dass sie sich ähnlich sehen. Sagen wir es mal so. Aber sie sind definitiv nicht dieselbe Person. Denn Roxas ist ja der Niemand von Sora und ein Niemand entsteht ja nur, wenn sich jemand in einen Herzlosen verwandelt und aber einen starken Willen besitzt, sodass die Hülle quasi ohne Herz noch eigenständig zu handeln fähig ist. Und erstens hat sich Sora erst in Kingdom Hearts 1 zum Herzlosen verwandelt. Das heißt, das ist hier noch gar nicht passiert. Und zweitens, gibt es hier noch gar keine Herzlosen. Hier gibt es lange Unversierte. Was wiederum bedeutet, dass es halt alles nichts damit zu tun haben kann. Ventus und Roxas können gar nicht dieselbe Person sein. Also steh auf, Kumpel. So. Dann geht's aber auf zum Wald. Wir kommen jetzt langsam in das Gebiet, in dem wir mit Dingens mit Terra gestartet sind. Oh, hier gibt es bestimmt die Karte. Vielen Dank für die Umgebungskarte. Wir speichern einfach mal kurz ab. Ja. Speichern wir mal kurz ab. So. Gott, wenn der Speicher dieses Spiel nicht immer so lange dauern würde, dann würde ich das auch viel, viel häufiger machen. So sträube ich mich eigentlich bei fast jedem Speicherpunkt davor, jetzt hier speichern zu gehen, weil ich jedes Mal denke, oh, dann müssen wir wieder hier so, keine Ahnung, 10 Minuten warten, bis das Ding durch ist. So, jetzt sind wir in dem Gebiet, in dem damals Terra gestartet ist, in unser Abenteuer startete, die erste Welt, in der wir jemals gelandet sind in diesem Spiel. War genau an dieser Stelle. Aber das muss hier nicht bei jedem so sein, denn man kann sich ja aussuchen, mit welchem Charakter man startet. Also, Ventus ist hier nicht grundsätzlich der erste Charakter, den man in diesem Spiel, der zweite Charakter, den man in diesem Spiel benutzt. Und Terra ist nicht grundsätzlich der erste Charakter. Man kann ja auch damit Aqua starten, wenn man möchte. Deswegen wiederholt sich die Story an einigen Punkten natürlich auch. Weil das Spiel natürlich jede Story so aufbauen muss, dass sie ohne Kenntnisse aus den anderen Stories funktioniert. Das heißt, wundert euch nicht, wenn hier zum Beispiel sich Sachen wiederholen, die wir eigentlich bereits aus der Terra-Story kennen und andersrum. Also, dass bei Aqua dann noch irgendwas kommt, was wir hier schon kennen und aus der Terra-Story schon kennen. Man sieht es halt jeweils immer aus den anderen Blickwinkeln. In diesem Fall halt aus dem Blickwinkel von dem guten Ventus. So. Schön leveln können wir hier auf jeden Fall. Das gefällt mir. Weil die Unversierten hier ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Würdest du bitte runterkommen, mein Freund? Das würde mich sehr freuen. Ich meine, das bringt es dir eigentlich darum zu fliegen. Da kannst du weder mich treffen, noch ich kann dich treffen. Das ist an sich dann so ein super Kampf. So, immerhin haben wir einen von da oben runter bekommen. Fehlt nur noch der zweite. Mann. Könntest du bitte jetzt mal so... Wäre voll nett und so. Ich dachte, ich kann ihn damit herziehen. Funktioniert aber auch nicht. Also, war jetzt doch nicht so schwer, oder? Als nächstes schnappen wir uns den hier.
Wie gesagt, die waren ja diesen Weg hier schon auch gegangen, aber dann kam der große dunkle Wald und in den durfte ja der gute Terra nicht rein, weil da stand, hey, ich will lieber woanders nachgucken. Deswegen kommen wir jetzt auch in dieser Welt in ein neues Gebiet. So, die Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja klar. Den Heiltrank lassen wir hier nicht einfach so liegen. Da oben, genau diese Flammen haben uns damals den Weg versperrt. Wahrscheinlich sind diese drei Feen jetzt dafür da, uns den Weg jetzt mittlerweile aufzumachen. Dass wir hindurch können. Also. Wir sind da, liebe Feen. Looks like we're stuck. This must be Maleficent's doing. I know. Shall we? Yep. Maleficent hat sich also gut abgeschottet. Wir sind wohl da, in der Nähe ihres Schlosses. Ihres alten Schlosses, wohl bemerkt. Ab Kingdom Hearts 1 hat sie ja das Schloss in Hollow Bastion, beziehungsweise mit Ansem zusammen, wohnt sie dort ja mehr oder weniger. Aber hier sind wir noch in dem, aus der Welt, aus der sie stammt. Großes, finsteres, grünlich angehauchtes Schloss. Gleich Maleficent. Kann man sich schon mal merken. Maleficent, wie sie auch heißt. Oh, was sind denn die Viecher? Ihr seht nicht aus wie Unversierte. Ihr seht tatsächlich aus wie Wächter aus Maleficents Schloss. Auf jeden Fall cool, dass man solche Leute auch als Gegner einprogrammiert hat. Wir werden wahrscheinlich auch gegen Maleficent kämpfen müssen. Komischen feinen Bogenschützen. Ich finde es gerade irgendwie ziemlich cool, dass man die hier als Gegner hat. Weil natürlich würde Maleficent keine Unversierten in ihr Schloss lassen. Die stören sie ja mehr oder weniger auch eigentlich. Wer ist denn das da hinten? Sehe ich da hinten wen? Kamera? Sieht irgendwie aus, als wenn da hinten irgendwas Großes rumstehen würde. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es noch erfahren. Aber unser Weg guckt sich da vorne gleich eigentlich eher ins Schloss rein. Schweinesoldaten, also. Magie gestiegen, wir sind Stufe 9. Vielleicht erreichen wir in dieser Welt sogar noch Stufe 10. Dann geht es relativ schnell mit dem Leveln. Erstmal schnappen wir uns natürlich die Truhe hier. So, hier geht's ins Schloss rein. Dann gucke ich aber doch nochmal. Ah, Vita! Vita ist gut. Vita. Oh, Vita. Das muss ich nehmen. Sorry, Aero, du hast uns einen guten Dienst gewiesen, aber brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Die Betäubungsklinge, die können wir mal wieder mitnehmen. Dann haben wir hier Vita. Und mehr nicht. Kann ich eigentlich mal Feuer ausprobieren? So. Was soll's, wir können ja zumindest was leveln, so. Ich wollte aber eigentlich nochmal gucken, was da hinten noch so war. Hier links. Da habe ich mich nämlich gar nicht umgeguckt. Und da oben ist, wie gesagt, dieses komische Etwas drauf gewesen. Aber hier ist anscheinend gar nichts, da kommt man auch nicht hoch. Zumindest mit unseren jetzigen Fähigkeiten nicht. Wenn man irgendwann mal gleiten könnte oder hochspringen könnte, dann könnte man da bestimmt irgendwie drauf. Mit unseren jetzigen Fähigkeiten ist das leider nicht möglich, also bleibt uns nur die Wahl, ins Schloss zu gehen. Aber ihr seht ziemlich zerfallen aus, Maleficent. Hättest du ruhig mal ein bisschen mehr instand halten können. Ich meine, du wohnst hier immerhin.
careful. They're maleficents. Well, they ain't guarding nothing. Tension! No sleeping on the job. Na dann. Machen wir die mal platt. Aber ich denke mal, es werden mehr als zwei sein, da wir draußen auf dem Hof allein schon 8 davon besiegt haben. Der Siegemale Fitzschergen. Ja, da hinten kommen auch schon mehr. Oh, von beiden Seiten kommen mehr. Einfach mal wieder ein, einfach mal was können. Oh. Ich glaube, hier sind wir mal schnell hin. Die Fernkämpfer kommen natürlich im Gegensatz zu den Nahkämpfern nicht auf uns zugerannt. Was ein kleines Problem ist, wenn man so viele davon hier reinkommen lässt, in diesen Kackbereich hier. Also schnell besiegen, bevor es zu viele werden. Sehr schön, Feuerbrunst. Das. So. Das hätten wir. War jetzt aber hoffentlich nicht der Endboss-Fight. Wäre nämlich ein bisschen lame, wenn wir jetzt doch nicht gegen Malefiz kämpfen würden. Aber vielleicht wäre die auch eine Nummer zu hart für uns. Schauen wir lieber mal weiter. Gibt es da irgendwie eine Truhe? Nee, das ist aber Malefiz Thron anscheinend. Sind hier also im Thronsaal. Aber wie gesagt, wirklich in Schuss gehalten ist dieses Schloss hier nicht. Das ist komplett zerfallen. Wirkt fast so, als würde Malefiz hier gar nicht mehr wohnen. Okay, was ist das hier? Komische farbige Strudel. Bringt denn beispielsweise der blaue Strudel hier? Ach, Teleportpunkte. Wir teleportieren jetzt von blau zu blau. Ah, ich verstehe schon. Von grün zu grün, von gelb zu gelb. Okay. Dann nehmen wir mal den orangenen. Wäre schon am Ziel. Das ist aber irgendwie sehr einfach. An die Truhen komme ich so auf jeden Fall nicht. Aber egal. Wir machen hier, wie gesagt, keinen 100% Run. So, die nächste Stufe erreichen wir gleich auf jeden Fall. Bedeutet also, Stufe 10 haben wir hier doch noch gekriegt. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber okay. Ja, schmeiß mich runter, ihr Vollidioten. Euer Brunst wieder, oder? Ja, aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, welche Fähigkeit mein Blitz aktiviert hat. Um den Kram jetzt zu nehmen, nehme ich normalen Angriff, bekomme ich meinen Ars Felicitas-Kram. Wenn ich die Feuermagie mache, kriege ich die Feuersbrunst. Wenn ich die Eismagie mache, kriege ich den Diamantenstaub-Kram. Okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Wege. Einmal den hier. Und einmal das große Tor, was ich da eben hatte. Mal
gespannt, wo der hier ist. Nichts weiter. Okay, warum ist denn da laut Karte ein Ausgang? Entweder wird das später wichtig oder... Mit Aqua kommen wir hier nochmal her. Es ist beides möglich. Ah, jetzt sind wir wieder in diesem Raum hier. Stufe 10. Nimm das. Okay, war Teleportationspunkt. Hey, gelb fühlen sie zu lila? Okay, das ist jetzt verwirrend, aber gut. Immerhin können wir so an diese Truhe hier. Magnetmagie. Und wir kommen so an den Konfetti-Sticker. Das war schon merkwürdig, dass uns gelb zu lila gebracht hat. Sehr merkwürdig, dass uns gelb zu lila gebracht hat, aber gut. Kann man definitiv nichts dran ändern jetzt. Ich denke mal, wir müssen da in die Mitte. Oder? Ich denke, das ist unser wahres Ziel. Dieser grüne Kram. Ach, Moment, der verwandelt sich die ganze Zeit von lila zu gelb. Deshalb. Okay, jetzt sind wir bei einem anderen gelben Punkt. Hier scheint es ja wahrscheinlich weiterzugehen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Da ist nichts. Und hier geht's zu rot. Ah, da sind wir auch schon. Am Ziel. Was ist das für ein komischer, grüner, böses, flammenartiger Strudel? Sieht aus wie Malefits Magie. Bringt er uns zu Malefits? Oder ist das das Herz, was wir zurückholen wollen? That should do it. Don't you remember? We've met before. We have? Why, of course, you said so yourself. Once upon a dream. I never thought I would meet you. Outside of my dreams, that is. Who are you? What's your name? Hmm? Oh, my name. Why, it's... Oh no, I can't. Goodbye. I must see you. I don't know. Maybe someday. When? Tomorrow? Oh no. This evening. At the cottage in the glen. What was that? Aurora's memory. She must have gotten her heart back. So her dream came true? Yes, not long ago. Dreams are very strong beliefs. Aurora's led her to her true love. I see you hold strong beliefs too, don't you, dear? Yep. You also have a strong light. Hmm. All right, hurry. We can't stay here. Wird es so einfach sein? Kommen wir hier einfach so ohne Endboss-Fight raus?
Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, dass wir das Herz zurückerobern konnten. Denn das bedeutet ja definitiv, dass Malefiz es sich erneut holen muss. Ah, okay, der Grüne teleportiert uns ganz am Anfang wieder zurück. Wir haben am Anfang eine Truhe stehen lassen, das heißt, da habe ich bestimmt irgendwo einen Weg verpasst, ist mir jetzt aber auch egal. Zwei Truhen sogar. Naja, gut, wie gesagt, kann man jetzt nichts mehr machen. Kann man schon, aber ich habe jetzt keine Lust, die beiden Truhen zu holen. Schauen wir lieber mal, dass wir hier wegkommen. Ich meine, wir könnten ja auch einfach die Welt verlassen und dann wäre alles gut. Aber natürlich müssen wir den nächsten Kampf rennen, oder? Someone has released Aurora's heart. Tell me, child, was it you, Maleficent? Only because you stole it in the first place. A keyblade? You must be Ventus. Huh? How do you know about me and the keyblade? My powers ensure I'd know of the key to bringing me hearts. Terra gave me a demonstration. Terra? He was here? Why, yes. In fact, it was he who stole Princess Aurora's heart. That's a lie! I was asked to leave you unharmed, but it seems I have no choice. Ich meine, er hat das nicht aus eigenen Stücken gemacht, aber im Endeffekt hat sie recht. Naja. Siege Malefiz zusammen mit den Feen. Wie könnt ihr. Oh, wir haben eine Truhe hinten stehen lassen, sehe ich gerade. Können wir die jetzt noch holen oder ist das jetzt gerade im Kampf nicht möglich? Überhaupt, ja, natürlich, die holen wir einfach kurz. Was soll ich denn gegen dich machen? Einfach draufhauen? Machen wir auf jeden Fall Damage. Ich habe zwar noch nicht so ganz verstanden, was die Feen hier mit zu tun haben sollen. Damage mache ich gern. Sieh mal alle zusammen mit den Feen. Okay. Das tat bestimmt ein bisschen weh. Ist das möglich, Malefiz? Das war's auch gleich schon mit dir. Du scheinst irgendwie ein bisschen sehr schwach drauf zu sein, kann das sein? Ich habe das Gefühl, als ob wir sie jetzt gerade im schlechtesten Moment getroffen haben, den es so gibt, weil sie danach keinen Schaden nehmen konnte. Aber immerhin konnte sie uns so auch keinen Schaden zufügen. Dann besiegen wir sie einfach mal. Donnerschlag gelernt, maximale LP gesteigert. Wunderbar. There's no way Terra would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. He did? Fen, don't be fooled! Huh? Aqua! Terra would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends.
After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The Master sent me. Huh? Ven, let's go home. But Terra... Terra's not ready to leave yet. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Sorry, Aqua. But I can't go with you. What? It's just... I have to find him before it's too late. Ven! Feengestirn erhalten. Ich weiß nicht, was die Feen uns jetzt helfen sollten da eben mit dem Kampf, weil da stand ja besiege Malefiz mit Hilfe der Feen. Wir haben einfach ein paar Mal draufgehauen, dann war sie down. Feen haben wir da nicht gebraucht, aber es war bestimmt möglich, denen zu helfen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall die ersten drei Welten gehabt. Wenn die das... Was macht der denn hier draußen? Durch die Terra-Story kennen wir natürlich auch schon einige... Ja, Inhalte der Ventus-Story. Und anscheinend versucht er uns dort oben hinzulocken.